Guten Tag, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Ja, bevor ich zur 177. Geschichtsstunde komme, nur noch mal ein, zwei Worte zu dem, was so gestern eigentlich das wichtigste Thema war, wovon man auch in unseren Medien komischerweise nichts merkt. Den Vorgängen in Paris. Ne? Es ist schon interessant, dass sich ein gewisser Herr Macron in unseren Bundestag stellt und hehre Reden hält und unsere ja, Parteien, die alle dem Zionismus rühren, ihm zujubeln und zuklatschen. Und wenn man in sein eigenes Land schaut, sieht man, was wirklich los ist, dass sie diesen Herrn Macron loswerden wollen, weil er einer ist, der nur gegen das eigene Volk regiert. Und natürlich stellt sich der Innenminister, ich glaube, der Innenminister war es von Frankreich, wieder hin, dass diese Gelbwesten, das sind Millionen Leute, also es ist nicht nur so wie hier in Deutschland, dass da so vereinzelt sich ein paar raustrauen, sondern es sind wirklich Massen von Leuten, die gegen diese Politik demonstrieren und sagen, Macron dégage, etc. Na, also kurz, Macron soll abdanken, er soll weg. Dass dies alles wieder rechts, radikale Rechtsextreme sind. Das ist immer bei den Zionisten so, seit 100 Jahren schon so. Jeder, der sich auflehnt gegen diese zionistische Knechtschaft, gegen diese zionistische Wirtschaft, gegen dieses Wirtschaftssystem, was die Leute kaputt macht, das ist immer ein Rechter. Ne? Die Guten sind immer die, die immer dafür sorgen, dass der Zionist weiter im Saus und Braus leben kann, während immer mehr Menschen am Arsch gehen. Ne? Das sind die guten Demokraten und die anderen, die für die wirkliche Gerechtigkeit kämpfen, das sind immer die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen, die Rechten. Ja, so ist die Zuordnung oder Einordnung in der politischen Landschaft schon seit 1897, seitdem sich in Basel dieser politische Zionismus gegründet hat. Und das hat man seit über 100 Jahren den Leuten regelrecht in den Schädel reingeknallt. Löst euch endlich mal von diesem Rechts und Links, guckt mal hin, wer für euch einsetzt, wer wirklich für Gerechtigkeit sich einsetzt, wer wirklich die Wahrheit sagt über das, was wirklich in einem Land passiert und nicht wer nur Schönfärberei betreibt und selbst aus den ekelhaftesten Sachen noch tolle Errungenschaften machen will, wie Hartz IV zum Beispiel. Ne? Ja, gut, nur das dazu. Wie gesagt, mir war das jetzt wichtig, weil ich habe jetzt mal so rumgeschaltet, weil ich mal gucken wollte, ob sie auf irgendeinem Nachrichtensender was über diese Sachen berichten. Das war ja erst gestern. Nix, nix. Man zeigt uns wieder Bilder von ertrinkenden Flüchtlingen. Ich glaube, gerade auf Sky News war das. Vom Wetterkapriolen und alles Mögliche. Nur was in Frankreich, mit dem ja uns Frau Merkel und ihre Bande verbinden will, praktisch die deutsche Souveränität komplett abgeben will nach Paris, was dort vorgeht in Wirklichkeit mit dem großen Heilsbringer Macron, der ja angeblich die Zukunft Europas sein soll. Ne? Ja, reden kann der Mann ja sehr gut. Ne? Das hat er gelernt von seinen zionistischen Lehrmeistern. Gut, okay. Das war's erstmal dazu. Kommen wir zur 177. Geschichtsstunde von Egon. Heute auch wieder mit Milch. Prost. Heute habe ich dran gedacht, eine einzuschenken. Und dann brauchen wir noch ein Stück Kaffee hinterher. Wird noch richtig fit werden. Ja, ich habe mal schon geschaut. Das Jahr 1931, das sind fast vier Doppelseiten. Also eigentlich will ich es auf 2 mal 2 aufteilen. Schauen wir mal, ich werde mal schauen, wie ich noch 2 Seiten, wie die Zeit aussieht. Ob ich eventuell das Jahr 1931 mit einmal mache oder ob ich es aufteile. Gestern hat man geendet mit dem Jahr 1930. Und da war das letzte die Randbemerkung zu dem deutschen Chemiker Hans Fischer, der den hatten bekommen, ja, den Nobelpreis bekommen hatte. Genau. Und heute geht es weiter mit
Dem 8. Januar 1931. Papst gegen moderne Ehe. In einer Enzyklika kritisiert Papst Pius XI. Geburtenkontrolle, Frauenemanzipation und die moderne Ehe. Der Le Osservatore Romano veröffentlicht den Hirtenbrief über die christliche Ehe in Hinsicht auf die gegenwärtigen Verhältnisse, Bedrängnisse, Irrtümer und Verfehlungen in Familie und Gesellschaft. Die Enzyklika ist mit rund 16.000 Wörtern das umfangreichste Dokument, das in den letzten Jahren vom Vatikan veröffentlicht wurde. Sie erinnert zunächst an den göttlichen Charakter der Ehe, der von den Menschen oft geleugnet werde. Die ehelichen Verpflichtungen seien in Vergessenheit geraten. Den besonderen Unmut erregt dabei das Buch des Niederländers Theodor Hendrik van de Velde über die vollkommene Ehe. Mit diesem und zwei weiteren Büchern, Die Abneigung in der Ehe 1928 und Die Fruchtbarkeit in der Ehe 1929, wird van der Velde zum wichtigsten Sexualaufklärer der 1920er Jahre. Seine auf langjähriger ärztlicher Erfahrung beruhenden Werke fassen die medizinisch-psychologischen Erkenntnisse über die Geschlechtsphysiologie, die Bedeutung des Geschlechtsverkehrs und die Störungen im Zusammenleben von Mann und Frau zusammen. Der Vatikan betont in der Enzyklika die Bedeutung der Ehe. Die Unauflöslichkeit des Sakraments verteidigt der Papst unter anderem mit dem Hinweis auf die Ruhe des sicheren Besitzes, die an die Stelle der ängstlichen Besorgnis tritt, ob der Gatte vielleicht doch beim Hereinbrechen von Unglück oder im Alter gehen werde. Der Papst wendet sich auch gegen die gesetzlich erlaubten Geburtenunterbindungen, gegen die eugenische Indikation, gegen die sogenannte Kameradschaftsehe und andere Verirrungen. Ein Appell ergeht an Ärzte, Seelsorger und Behörden, den Kampf gegen diese Verirrungen anzuführen. Unter diesem Gesichtspunkt wird auch die dreifache Emanzipation der Frau verurteilt. Die physiologische, die sie von ehelichen und mütterlichen Pflichten befreien soll, die wirtschaftliche, die ihr in Alltag und Beruf Freiräume schaffen will, und die soziale Emanzipation, die die Frauen anregt, in die Politik zu gehen. Ja, und da haben wir noch ein Bild. Papst Pius XI. Beim Spaziergang im Garten des Vatikans. In seiner Enzyklika über die christliche Ehe tritt er jenen entgegen, die die erhabene Heiligkeit der Ehe entweder gar nicht mehr erkennen oder schamlos leugnen. Tja, und da sehen wir mal, wie damals die kirchliche Meinung war. Und was ja auch damals vor allen Dingen noch die gesellschaftliche Meinung war und nach was sich die Leute gerichtet haben, ne, weil der Bezug zur katholischen Kirche war ja wesentlich größer zu der Zeit noch, als es heute der Fall ist, gerade in Europa. In Rückblicken, wenn es um zum Beispiel die Politik jener geht, die da zwischen 1933 und 1945 regiert haben, bei uns wird natürlich immer nur versucht, da noch so ein Bild hinzustellen, dass das rückwärtsgewandt war und bla bla bla, dass das aber im zeitlichen Kontext damals normal war und die CDU und alle genauso mitmachen würden heute, weil es ihnen von der Kirche vorgeschrieben wird, davon spricht keiner. Weil wir müssen uns bloß angucken, wie immer ihre schlechte Politik hinter christlichem Glauben etc. und Werten versteckt wird, was aber mit Werten überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Genauso wie damals natürlich auch diese in Deutschland regierenden bösen Menschen, wie auch in Großbritannien, Spanien, überall, sich an diese Richtlinien mehr gehalten wurde, als es heute der Fall war. Fall ist, genauso ist es doch heute wieder. Wenn die christliche Kirche das und das sagt, oh, gucken wir uns auch Bayern an, ne? Wie der Herr Söder immer wieder versucht, mit christlichen Werten seine Punkte zu sammeln, bei Stimmen, bei den Gläubigen, ne?
Also wie gesagt, das ist ja das, was mich so aufregt an den Rückblicken auf unsere Geschichte und nicht nur die Zeit von 1933 bis 1945, sondern die Zeit allgemein. Immer wenn es um unsere Geschichte geht, wird alles aus dem zeitlichen Kontext gerissen, um es besonders schlecht und schlimm darzustellen, während keiner fragt, wie das britische Weltreich entstanden ist, wie die Franzosen überall auf der Welt gewütet haben. Da wird nur heroisch drüber berichtet. Da gibt es Hochglanzfilme, Abenteurerfilme und sonst was. Nur wenn es um die Deutschen geht, muss immer politische Erziehung rein, muss immer gezeigt werden, wie schlecht wir waren. Ne? Ne? Obwohl es alle anderen zu derselben Zeit genauso gemacht haben. Ne? Die einen im größeren, die anderen im kleineren Maßstab. Weiter geht's. Am 19. Januar 1931 mit der Randbemerkung. Mit der Erklärung des britischen Premierministers James Ramsay MacDonald über die Zukunft der Kolonie Indien endet die am 12. November begonnene Londoner Roundtable-Konferenz zu diesem Thema. Indien soll den Dominionsstatus erhalten und damit innenpolitisch weitgehend eigenverantwortlich agieren können. Weiter geht's mit dem 19. März 1931 auch eine Randbemerkung. Die Regierungen Deutschlands und Österreichs billigen die Richtlinien für eine Zollunion. 14. April. Hatte ich neulich gezeigt, fällt mir gerade ein. Ein paar hab's nicht, das Jörg hat ihn gezeigt. Muss man noch kurz rein. Das war er. 14. April 1931, Spanische Republik proklamiert. Gegen 18 Uhr erklärt der spanische König Alfons der 13. im Madrider Schloss seinen Verzicht auf die Regierungsgewalt. Er legt sie zunächst in die Hände von Ministerpräsident Juan Bautista Aznar Cabañas, der gegen 19 Uhr die bereits illegal gebildete provisorische Regierung von Niceto Alcalá Zamora y Torres mit der Macht betraut. Aznar Cabañas erklärt öffentlich, dass Spanien über Nacht republikanisch geworden sei. Auch die Mehrheit der Offiziere und breite Teile des Bürgertums geben die Monarchie verloren. Dem Königstum ist es nicht ge gelungen, dem wirtschaftlich und sozial rückständigen Land Anschluss an das übrige Europa zu verschaffen. Und da haben wir noch ein Bild. Republikanische Fahnen schwenkend bejubeln begeisterte Madrilenen die Ausrufung der Republik. Weiter geht's. Was haben wir bei 13 Minuten? Mit dem 1. Mai 1931. Höchstes Gebäude der Welt. An der Fifth Avenue in New York eröffnet um 11:30 Uhr US-Präsident Herbert C. Point Hoover das Empire State Building. Mit 381 Metern das höchste Gebäude der Welt. Der Architekt William F. Point Lamb baute das neue Wahrzeichen Manhattans. Der 102 Stockwerke zählende Gigant ist nach einer Bauzeit von 13 Monaten vollendet worden. Die Baukosten von 40 Millionen Dollar unterschreiten die vorgesehenen Ausgaben um 20%. Unterschreiten? Na dann, da waren bestimmt gewisse Leute nicht dran beteiligt, ne? Rund 10 Millionen Ziegelsteine sind vermauert. Der gesamte Bau wiegt 365.000 Tonnen. Davon allein das Stahlgerippe 60.000 Tonnen. Das Empire State Building umfasst ein Volumen von 12 Millionen Quadratmetern, nee, Kubikmetern, und steht auf einer Grundfläche von 650.000 Quadratmetern. Zum obersten Stockwerk führen 1860 Stufen. Schneller als mit Muskelkraft erreichen Besucher die Aussichtsräume im 86. und 102. Stock
oder die 16.000 Angestellten ihre Büros mit einem der 72 Aufzüge. Ja, das war damals schon ein aufsehenerregendes Bauwerk. Ja, das Interessante ist, wenn die Amerikaner oder irgendjemand solche Bauwerke schaffen oder schaffen wollen, die noch nie da waren, sind das immer tolle Leistungen, das wird gefeiert. Als wir damals sowas geplant hatten und teilweise auch errichtet hatten, da war das Größenwahnsinn. Na? Bei uns ist das immer, was bei anderen tolle Leistungen sind, bei uns Größen, ist bei uns Größenwahnsinn. Ja, da haben wir noch ein Bild. Franklin Delano Roosevelt, Gouverneur von New York, bei der Einweihung des Empire State Buildings. 7 Monate früher als geplant konnte das gigantische Gebäude fertiggestellt werden. Ja, wie gesagt, waren bestimmt gewisse Leute nicht beteiligt. 20% billiger als geplant, schneller fertig geworden. Ja, da bestimmt, hätten ja bestimmte Leute viel zu wenig dran verdient. Ja. Weiter geht's. Mit dem 12. Mai 1931 Klöster in Spanien niedergebrannt. Die kirchenfeindlichen Ausschreitungen des Vortages in Madrid greifen auf die spanische Provinz über. Gestürmt werden unter anderem ein Jesuitenkloster in Sevilla, ein Dominikanerkloster in Cadiz, ein Kloster in Alicante und der Bischofspalast. In Saragossa, in Malaga werden der Palast des Bischofs und ein Kloster in Brand gesteckt. Die Gewaltakte sind Indiz für den lang aufgestauten Hass in der Bevölkerung gegen den Einfluss der katholischen Kirche in Spanien. Und da haben wir noch ein Bild. Auch das Karmeliterkloster an der Plaza de España in Madrid wird in Brand gesteckt. Tja, solche Sachen sind meistens Folge einer jahrelangen Unterdrückung, einer jahrelangen, ja, wie soll ich sagen, Bevorzugung von Leuten, die auf Kosten anderer leben, wo jeder das weiß, was aber durch Gesetze und alles Mögliche versucht worden ist zu unterdrücken, durch Verbote und alles Mögliche, das bricht sich dann halt Bahn. Bloß wenn das gegen eine gewisse Gruppe passiert, dann nennt sich das Pogromnacht und wird uns alle 70, 80 Jahre oder jedes Jahr immer wieder gezeigt, als ob das nur diese Leute betrifft. Nein, sowas gab es auch bei der katholischen Kirche. Als die Leute befreit waren von diesem Ballast, dass die Kirche ihnen alles und jedes vorschreiben wollte und ja, offensichtlich ja auf Kosten der Menschen sich ein tolles Leben gemacht hat und Moral heuchelte, in Wirklichkeit der verdorbenste Haufen der Welt war, was es ja heute immer noch ist, das sehen wir in den ganzen Missbrauchsskandalen. Bloß wie gesagt, bei einer gewissen Gruppe wird das immer besonders betont, dass sowas passiert ist, dass das woanders, in anderen Bereichen genauso passiert ist, dass das ganz normale menschliche Regelungen waren, die sich Bahn gebrochen haben nach einer jahrelangen Knechtschaft, nach einer jahrhundertlangen Knechtschaft. Das wird nicht so betont, ne? Wie gesagt, hier in dem Fall war es die katholische Kirche. Hören wir da jedes Jahr große Reden in Spanien oder auf der ganzen Welt drüber und tut sich die katholische Kirche dafür bemitleiden jedes Jahr? Nein. Nur eine gewisse Gruppe. Da wird jede Sache, wo es mal Aggressionen gab, die wird hochgespielt. Und wird hingestellt, als ob sie die einzigen sind, die sowas erleiden mussten. Na? Ja, Klöster in Spanien niedergebrannt, das hat man also. Weiter geht's mit dem 13. Mai 1931. Paul Daunier wird neuer französischer Staatspräsident. Die in Versailles zusammengetretene Nationalversammlung wählt den 74-Jährigen im zweiten Wahlgang mit 504 Stimmen. Und dann haben wir noch zwei. Ich will mal schauen. Nee, da machen wir doch heute bloß die zwei und morgen die restlichen zwei. Sonst wären es am Ende wieder weit über 40 Minuten. 3. Juli 1931. Sili siegt in Wimbledon. Das deutsche Tenniswunder Sili Außem
wird durch ein klares 6 zu 2 und 7 zu 5 über Hilde Krawinkel im rein deutschen Damenfinale die erste Wimbledon-Siegerin des deutschen Tennissports. Die britische Presse überschüttet die Siegerin, die 1930 im Halbfinale nur durch eine Verletzung gestoppt worden war, geradezu mit Lobeshymnen. Die Daily Mail bezeichnet Aussem als die würdige Nachfolgerin der legendären Französin Suzanne Lenglen. Schau an, zwei deutsche Damen im Wimbledon-Finale, 1931. 19. Juli 1931, Kanzler Brüning in Paris. In Paris enden die deutsch-französischen Ministergespräche. Erstmals seit der Gründung des Deutschen Reichs im Jahre 1871 besucht mit Heinrich Brüning ein deutscher Reichskanzler die französische Hauptstadt. In einer gemeinsamen Erklärung von Brüning und Frankreichs Ministerpräsident Pierre Laval wird festgestellt, dass die Regierungen der Zusammenkunft beiderseitig große Wichtigkeit beimessen, weil sie den Beginn einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bezeichnet. Ja, da hat man wahrscheinlich damals schon mal die deutsch-französische Kaiserreich französischer Nationen vorbereiten wollen von sozialdemokratischer Seite, ja, und konservativer Seite und liberaler Seite. Damals ist es noch verhindert worden. Jetzt arbeiten wir ja ganz kräftig dran, dass wir nicht nur einen Migrationspakt bekommen, wo jeder ja machen und tun und lassen kann, was er will, wo wir null Vorrechte haben. Und wie gesagt, betonen Sie mal, das ist eigentlich ein wichtiges Merkmal eines Volkes, das auch ein Land hat, dass es einen Ort hat, wo er gewisse Rechte mehr hat als die anderen, die dort reinkommen. Ne? Das wird alles aufgehoben. Es ist ein Niemandsland. Wir sind am 1.1. Niemandsland. Hier gehört jedem alles und nichts. Ne? Ne? Also egal, ob du Vorväter hattest und selber schon 40, 50, 60, 70, 80 Jahre in dem Land gewohnt hast, deine Knochen dafür hingehalten hast oder so, du hast nicht mehr Rechte als der Nigerianer, der morgen dann unsere Grenze übertritt. Der kann sich auf alles dasselbe berufen wie wir. Und das ist kein Volk mehr, das ein Land hat. Das ist ein Volk, was auf Niemandsland lebt, was jedem gehört. Und das haben wir nur einer Gruppe zu verdanken. Das haben sie ja in ihrem Aufruf gegen die AfD im Übrigen erst wieder betont, dieser Zentralrat der Juden, wie rassistisch es ist, wenn man auf sein eigenes Land besteht. Ne? Ne? Haben sie zwar nicht so direkt gesagt, aber muss ich mal den Aufruf noch durchlesen, da sieht man, wie die gegen uns hetzen und uns hassen. Und mit solchen Leuten, für solche Leute kann ich mich doch nicht stark machen. Ich tue mich nicht stark machen für Leute, die mich selber fertig machen wollen. Wäre ich da bescheuert. Ne? Ja. Lest euch mal durch, den Aufruf, ich habe ihn gepostet. Ja, auch die AfD sollte sich den vielleicht mal durchlesen. Auf jeden Fall, ja, so sieht es dann ab 1.1. aus, ne? Na, dass wir ein Volk ohne Land sind. Und zusätzlich arbeiten noch Merkel und Co. heftig daran, alle Befugnisse, alle Gesetze, Haushaltsgesetz, Armee, alles Mögliche praktisch mit den Franzosen zu vereinigen. Weil mit europäischer Armee hat das ja wenig zu tun. Die Ungarn und so, die werden das, glaube ich, gar nicht mitmachen, unbedingt. Und wir sehen es ja bei Opel zum Beispiel oder bei anderen Gelegenheiten, Airbus etc. Überall, wo wir mit den Franzosen freundschaftlich zusammenarbeiten, ist am Ende der Franzose derjenige, der zwar das wenigste Geld reinsteckt und die wenigste Innovation reinsteckt, aber im Endeffekt das meiste rausholt und den Chef spielt. Ne? Und das ist alles das, was uns unsere Demokraten noch bescheren werden, wenn wir sie weiter gewähren lassen und nicht langsam auch mal zu Gelbwesten werden. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Und ja, wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und auch die Kritik in alle Seiten ist euch recht und nicht nur in eine Richtung, weil jeder braucht seine Kritik. Auch ich, kein Problem. Auf jeden Fall, ja, wünsche ich euch, wie gesagt, noch schön viel Spaß beim Anschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Habt wieder was Neues dazugelernt, das ein oder andere wieder aufgefrischt.
und die ein oder andere Sache mal zum Nachdenken als Anregung bekommen. Und dann verbleibe ich wie immer mit: Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.